Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und das ist die 73. Folge. Und heute geht es um etwas, was es schon öfter mal ging, und zwar um eine Depotvorstellung. Genau. Und dieses Mal aber um was ganz Besonderes, denn wir haben den Julius dabei. Ja, und das Besondere daran ist, dass Julius schon mit 14 an der Börse ist und das in meinen Augen schon extrem erfolgreich. Ich glaube, wir haben hier heute den nächsten Warren Buffett bei uns exklusiv im Podcast. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil ich würde sagen, er ist tendenziell vermutlich schon jetzt schon weiter als ich. Also so tief schaue ich mir keine Aktie an. Ja, also es ist faszinierend, in dem Alter so wirklich so strukturiert zu arbeiten und ja, auch ein Wording schon zu haben, was viele mit 14 ja noch nie gehört haben. Ja, also da schon mal vorweg, deiner Spoiler auch, dass es eben sehr spannend wird. Doch zuvor, bevor wir heute hier den Podcast richtig eröffnen, Philipp, wie war deine Woche? Meine Woche war doch sehr Homeoffice-reich. Morgen früh bin ich nochmal ganz kurz unterwegs, aber ja, ich sehne mich nach einem Ende. Ich sehne mich mal wieder ins Kino zu gehen, einfach mal wieder raus. Der Schnee ist endlich weg. Ich kann also morgen hoffentlich auch wieder joggen gehen. Ich habe es gestern versucht, aber Eisjoggen, Eislaufen. Eislaufen. Ja, aber ich war die Woche bei uns, letztes Wochenende bei uns, ist ja der Kanal zugefroren. Da konnte man wunderschön spazieren gehen. Ist einer eingebrochen. Eine sogar. Ja, aber sie hat es überlebt. Wie war es denn bei dir die Woche? Du darfst ja wieder arbeiten. Ja, richtig. Ich hatte gar keine Zeit, um mich im Schnee zu tümmeln. Ich bin einfach drüber gefahren. Viel Arbeit war zu tun und das war auch gut so. Endlich wieder so richtig, auch wenn es noch manchmal früh ein bisschen schwerfällt, aus dem Bett zu kommen. Man gewöhnt sich so ein bisschen an diese Gemütlichkeit. Mhm. Aber dennoch ist es schön, dass ich arbeiten kann und ich hoffe, dass auch bald alle wieder arbeiten können, die es auch wollen. Ja. Und erzähl uns doch mal bitte heute wieder einen Witz. Okay, pass auf. Wie nennt man es, wenn ein Auto seine Lebensgeschichte aufschreibt? Eine Autobiografie. Oh Mann. So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche? Ladies and Gentlemen, und auch heute werden Ihnen die Quartalszahlen wieder präsentiert. Kostenlos, aber nicht umsonst. Von Marcel. Marcel, bitte. Ja, danke. Und zwar gab es natürlich wieder viele Quartalszahlen, vor allen Dingen aus dem Tech-Sektor und aus den noch etwas jüngeren Unternehmen. Wir haben zum einen Palantir mit dabei. Und Palantir, ja, da gab es doch, ich bin investiert, genau, also da gab es doch recht verrückte Nachrichten, denn ja, nachdem natürlich die Aktie hin und her gerutscht ist in den letzten Monaten, muss man sagen, haben Analysten ja einen knappen Gewinn erwartet. Aber was herausgekommen ist, war ein Verlust in Höhe von 8 Dollar Cent je Aktie. Der Grund dafür war einfach gesagt eine aktienbasierte Vergütung inklusive der gezahlten Lohnsteuer. Das heißt, als Mitarbeiter hast du einfach einen Bonus bekommen, weil die Aktie eben einen gewissen Stand erreicht hat. Ja. Und das geht natürlich auch zulasten des Unternehmens und der jeweiligen Gewinne. Aktionäre. Und dann auch natürlich der Aktionäre, aber es ist ja ein Einmaleffekt. Deswegen finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch. Viel wichtiger finde ich, dass der Umsatz mit plus 44% doch deutlich, überzeugt hat und dass der Ausblick mit 30% Umsatzwachstum für das Jahr 2021 doch, ich sag mal, erstmal enttäuscht auf den ersten Blick, aber vielleicht auch einfach konservativ ist mit dem Sicherheitsfaktor. Man muss ja hier ein paar Sachen einordnen, denn man hat neue Kunden gewonnen 2020 und das eben auch viele, viele mitten im Jahr. Das heißt, die zahlen jetzt einmal komplett für die Software und man wird natürlich auch weitere Kunden gewinnen. Die kann man natürlich nicht vorher erraten, wie gut und wie voluminös das Ganze wird. Deswegen ist das eher ein konservativer Ausblick und ich glaube, den kann man durchaus schlagen. Außerdem, wie gesagt, sind das Einmaleffekte, die jetzt hier das Ergebnis belastet haben, wird also in Zukunft vielleicht auch nicht mehr so sehr im Gewicht sein. Und am Ende ist es auch nur gut so, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, ist auch letzten Endes das Unternehmen und dann auch wir Aktionäre natürlich zufrieden. Das ist eben auch wichtig. Und was man natürlich jetzt noch erwähnen muss, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Genau, und morgen ist ja die Sperrfrist zu Ende. Das heißt, die Sperrfrist, was ist das? Letzten Endes die Erstinvestoren, die eben alle investiert haben in ein Unternehmen, als es noch nicht an der Börse war. Die bekommen ja auch Anteile und diese Anteile dürfen nach einem Börsengang nicht direkt auf den Markt geworfen werden. Richtig. Die haben eine sogenannte Sperr- oder auch Haltefrist und diese beträgt, glaube ich, 180 Tage und danach dürfen sie erst ihre Aktienpakete auf den Markt werfen. Machen Sie nicht, müssen Sie nicht unbedingt, aber können Sie. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ich möchte vergolden, so wie wir es bei Beyond Meat gesehen haben, die Aktie ist stark gestiegen, auch auf dem Level hoch geblieben, dann endete diese Sperrfrist und viele haben tatsächlich verkauft.
Ich bin total gespannt, was der Kurs machen wird. Ja, ich auch. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Weil 80% der Aktien sind noch in festen Händen. Ja, also die Möglichkeit, dass das nochmal fällt, ist sehr, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit. Andererseits ist der Kurs jetzt schon so weit zurückgekommen auf die letzte Konsolidierungsphase. Und das wiederum kann vielleicht auch besser sein, wenn man einfach weiter hält. Und man wird natürlich auch nicht gleich alle Pakete, also komplettes Aktienpaket auf den Markt werfen, sondern ja auch nur Anteile. Also ist die Frage, werden mehr Anteile auf den Markt geworfen, als Käufer an dem Tag hineinkommen? Das wird eben dann hier zu sehen sein und deswegen sind wir auf dem Freitag. Ausblick. Ich auch nicht. Ich kann es nicht, müssen schauen. Ich bin selber auf der Lauer, die Position voll zu machen, weil es bis eine halbe ist. Bin also da hinterher und werden natürlich auch auf Facebook in unserer Gruppe natürlich darüber informieren, wie denn der Stand ist. Weiter soll es gehen mit Shopify. Mhm. Ja, an dem Punkt, wie Palantir ist Shopify schon lange vorbei. Die sind ja schon wahnsinnig gewachsen, haben schon eine ziemlich hohe Marktbewertung, muss man auch sagen. Und sie sind auch klarer Gewinner der Corona-Lockdowns, muss man ja wirklich so resümieren. Ja. Wir haben einen extremen Zulauf der Händler gehabt, die eben im stationären Bereich nicht mehr arbeiten konnten, die eben ihre eigene Website oder ihren eigenen Shop eben über Shopify eröffnet haben und darüber ihre Umsätze fahren. Und Shopify hat ein Ergebniswachstum, ein Umsatzwachstum von 94% zu verzeichnen. Na, auch die Gewinnerwartungen wurden deutlich geschlagen. Und der Ausblick, natürlich kann das Wachstum das nicht durchhalten im Jahr 2021, so wie es im 2020er war. Das war natürlich heftig, wird aber sicherlich 21 weniger werden. Klar, aber das ist ja nicht schlimm. Erst die Aktie tief, dort hätte man theoretisch sogar mal eine Chance gehabt reinzukommen, aber natürlich immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Und dann wurde es ja auch gleich wieder hochgekauft am Tag. Also sprich, man hat das auch so interpretiert. Es ist klar, dass es 21er nicht so viele Händler wegjagen wird, wenn wir doch hoffentlich die Pandemie bald besiegt haben. Ich habe mir ja das Shopify ja mal angeschaut auf Basis vom Cashflow. Und auf der Basis finde ich, nach meinen Berechnungen, ist Shopify nicht teuer. Ja, weil die extremst enorme Cashflows generieren. Ja. Also wenn man es so sieht, also ist vielleicht... Also ich hatte Shopify mal bei $120, Philipp. Ach, und dann habe ich es verkauft. Und hätte es einfach halten sollen. Ich hätte einen Tenbacker. Dummheit muss auch bestraft werden. Das ist in dem Falle bei mir hier einmal so zu resümieren. Warta hat ebenfalls Zahlen geliefert. Die waren natürlich super. Das Wachstum über 90% auch hier im Vergleich zum letzten Jahr. Aber was enttäuschte, war natürlich der Ausblick für das Jahr 2021. Hier hat man jetzt eben einen Umsatz ausgesprochen, der einfach mal 8% über dem Umsatz liegt vom letzten Jahr. Und jetzt kann man natürlich sagen, natürlich ist der Umsatz oder das Umsatzwachstum wie letztes Jahr nicht haltbar. So ähnlich wie auch bei Shopify. Aber so extrem runter, also entweder ist es wirklich sehr, sehr konservativ gehalten, also wirklich extremst. Aber das merkt man natürlich dann auch, man tut ja der Aktie keinen Gefallen. Also die Aktie ging auch stark runter. Und Analysten hatten auch einen Umsatz von 1,08 Milliarden Euro erwartet. 940 werden nun erwartet. Und das Ziel der 30% Marge, das ist zumindest was Positives, dass man da über den Erwartungen liegt. Aber das ist natürlich auch, nicht wirklich das Herausstechendste, weil lieber Umsatzwachstum, als erstmal auf die Marge zu schauen. Und es wird das erste Mal seit dem IPO 2017 eine Dividende gezahlt. Totaler Quatsch, 2,50 Euro, 1,6% Dividendenrendite ist es also. Und ich finde auch totaler Irrsinn in einem Markt, der extrem wächst, wo man, dieser Kuchen, der wird immer größer, Mikrobatterien, natürlich auch für Hörgeräte und natürlich auch überhaupt Batterien. Richtig. Auch für Elektroautos. Dann brauche ich doch das Kapital, um hier weiter Fuß zu fassen, um diesen Markt weiter für sich zu erschließen. Richtig. Und vielleicht auch Konkurrenten hier und da was wegzunehmen und gibt doch nicht schon wieder so viel Geld raus. Ja, man darf die Aktionäre. Ja auch hier überhaupt nicht vergessen, dass ein Unternehmen zahlt eine Dividende, wenn sie nicht mehr wissen, was sie mit den Gewinnen machen sollen. Ja, oder beziehungsweise auch bei uns ist es, also ich glaube, manchmal sehen die Unternehmen das gar nicht so, wie wir das sehen mit der Dividende, sondern sie möchten einfach den Aktionären quasi das was Gutes eben geben. Sie meinen es gut, aber eigentlich ist es nicht so gut, wenn man damit eigentlich was Besseres anfangen könnte. Ja, die Kursreaktion hat ja gezeigt, was die Aktionäre davon halten. Das lag wahrscheinlich auch nicht an der Dividende. Vielleicht sollte die Dividendenankündigung auch darüber hinweg helfen, dass man eben nicht so viele verkauft, weil man eben so einen schlechten Ausblick bringt. Schwer zu sagen, werden wir beobachten. Für mich ist sie auf jeden Fall von der Kaufwatchlist runtergefallen. Ja. Kering hat ebenfalls natürlich Gewinn- und Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Kering ist ja ein Luxusunternehmen und also mit Luxusgütern und vor allen Dingen Gucci ist ja da ein großer Player, der zur Kering-Gruppe eben viel beiträgt. Und Gucci ist auch das Sorgenkind, also extremste Umsatzeinbußen. Und ich frage mich, Philipp,
kaufst du nicht mehr bei Gucci? Nee. Sorry, nee. Nee? Im Moment okay, also nicht mehr. Also es liegt dann also schon an dir auch, ja, dass ja hier der Umsatz stark zurückgegangen ist. Und ja, also wie gesagt, Gucci ist ein Zugpferd und ist ganz, ganz wichtig für Kering selber. Ja. Man hat hier auch die Strategie geändert. Man geht weg von diesen jeweiligen Händlern und treibt es nur noch exklusiv, um eben die Marke wieder wichtiger zu machen. Das ist ein guter Schritt. Ist oder? An sich ein guter Schritt, ja. Das macht die LVMH auch schon seit, oder mit Louis ja Vuitton oder so. Du kriegst ja nicht einfach mal irgendwo in irgendeinem kleinen Laden, sondern das kriegst du ja wirklich nur exklusiv und dann eben auch zu einem gewissen Preis. Aber ich würde trotzdem mehr mit LVMH gehen. Ja. Für mich ist da einfach mehr Diversifikation drin. Man hat auch Wein, man hat andere Marken, die auch nicht ganz so einzeln, nicht so viel Abhängigkeit haben. Und deswegen würde ich eher mit LVMH gehen. Ja, ich bin ja immer der Meinung, dass Aktien-Podcast-Hörer von Modern Value Investing mehr wissen. Weißt du noch, wie ich angesprochen habe, dass Nestlé überlegt, seine Wassersparte in Nordamerika abzustoßen? Ja, da haben wir uns noch gefragt, warum man das macht. Ja, und jetzt haben sie einen Investor gefunden, also der Finanzinvestor One Rock Capital Partner kauft diese Sparte für 4,3 Milliarden US-Dollar, weil Nestlé will sich stärker auf seine Premium-Marken fokussieren, also kann ich verstehen. Unilever betreibt das ja gefühlt schon seit eh und je. Immer alles raus, was keine Rendite bringt. Und sie nehmen jetzt auch für 2021 stärkeres Wachstum ins Visier. Und der Umsatz für 2020 konnte dank einer hohen Nachfrage nach Tierfutter und Gesundheitsprodukten organisch um mehr als 5% zulegen. Und für so einen Giganten ist das schon enorm. Der CEO, Herr Schneider, der war ja früher der CEO von Fresenius, rechnet auch in 2021 mit einem organischen Wachstum von mehr als 4%. Er glaubt, dass das möglich ist und das ist schon enorm für so einen Giganten, auch in so einem Markt, wo man ja auch die letzten Tage immer mitbekommen hat, Unilever, Danone, die haben da doch schon ein bisschen mehr zu kämpfen. Also Herr Schneider scheint hier doch einiges richtig zu machen, oder? Was denkst du? Genau, sie setzen den Fokus auf die Sachen, die was bringen und ist ja in der ganzen Branche so zu sehen. Kaffee, Tiernahrung, Spezialnahrung für Kliniken, also sie sind da. Aber sie überlegen ja sogar auch, das Kaffeegeschäft tatsächlich auch irgendwie abzugeben. Also zumindest munkelt man das, mal sehen, ob die das machen oder vielleicht auch ausgliedern mit Nespresso, kann ja auch sein. Werden wir also noch sehen, bleibt spannend bei Nestlé. Eine Analyse von Peter gibt es natürlich auch bei uns auf der Webseite. Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Recht hast du, Philipp. Ein neuer Chef bei Amazon, das hatten wir schon angesprochen in einem vergangenen Podcast, aber jetzt gibt es auch neue konkrete Pläne, denn der Chef ist ja der alte Chef von AWS, von der Cloud und der hat eben jetzt gesagt, wir möchten auch die Cloud anpassen und das ist, wie ich schon mal vorwegnehmen möchte, ein super Schritt, denn man möchte in Zukunft eben nicht nur einfach nur All-in-One-Software und Cloud anbieten, sondern hier auch die Hardware und die Software an Kunden direkt verkaufen. Hm. Also nicht mal nur die Plattform, sondern hier hast du auch so ein Rechenzentrum, dein eigenes Rechenzentrum, lieber Kunde, und kannst insofern eine Hybrid-Cloud eben nutzen. Vermieten sie dann die Rechenzentren? Ich glaube, die verkaufen sie oder vermieten, keine Ahnung, weiß ich nicht, stand so nicht da, konnte ich so nicht herausfinden, aber letzten Endes wird das natürlich einen Umsatzschub bringen, denn man hat eben jetzt gemerkt, dass sie viele Kunden haben, die den Preis nicht zahlen möchten für diesen Service der Cloud. Okay. Ist dann einfach zu teuer. Und es gibt natürlich viel Regulatorik, also Datenschutz und Co., wo man eben gewisse Daten nicht auf eine Cloud extern in einem anderen Land speichern darf, sondern das vielleicht lieber an einer Cloud vor Ort vor allen Dingen. Und deswegen hat man hier eine Art Hybrid-Cloud jetzt eben auch ermöglicht oder möchte man ermöglichen und hat dann eben hier eine stationäre Cloud für Daten eines Bereiches X und für die Daten, die, ich sag mal, grundsätzlich kein Problem und kein Hindernis darstellen. Ja. Die gehen dann einfach ganz normal in die Cloud, wie sie bisher war. Und das ist super, weil man eben mehr Kunden reinholt in dieses Geschäft. Und ich glaube, kostentechnisch wird das für Amazon jetzt auch kein großes Problem sein. Hybrid-Cloud ist zwar jetzt nichts Neues, aber man hat eben hier doch die Kraft des Großen. Ja, also ganz klar. Ja, oder richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und Amazon verdient ja das meiste Geld auch mit ihrem Webservice, mit ihrer Cloud. Ja, der neue Chef, der hat richtig, richtig was drauf. Und ich glaube, er wird Amazon auch hier und da neu erfinden, wieder einfach den Wandel wieder mitgehen und hier die richtigen Entscheidungen treffen. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich denke auch. Wer diese Woche oder im letzten Quartal viele Entscheidungen getroffen hat, ist Mr. Warren Buffett höchstpersönlich mit seiner Berkshire Hathaway. Dazu gibt es auch eine Analyse von Peter auf unserer Webseite. Auch hierzu findest du den Link in den Shownotes. Buffett hat wieder einiges und verkauft. Und ich fange mit dem Positiven an. Buffett setzt auf einen Ölboom. Ob das positiv ist? Also ich vermag es nicht zu sagen. Für mich ist klar, das ehemalige schwarze Gold kommt mir nicht ins Depot.
Wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Also ich sehe es eher kurzfristig, denn ja klar, der Winter war, ist jetzt extrem kalt gewesen und vor allen Dingen auch in Amerika. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele mehr heizen, dass Öl mehr gefragter war. Und klar, es wird auch erstmal wieder eine Erholungsbewegung geben. Vielleicht nimmt er die auch bloß mit und geht dann wieder raus. Aber das wäre untypisch für Mr. Warren Buffett. Würdest du 4,1 Milliarden US-Dollar in Chevron investieren? Ja, dann gibst du halt diese Aufholbewegung mit und haust es dann einen Teil wieder raus. Ich weiß nicht, wie er sich das denkt. Und vielleicht hat er da auch einen ganz anderen Investment-Case, den wir so vielleicht nicht sehen. Ich würde es auch nicht machen. Was für mich auf jeden Fall nachvollziehbar ist, dass er bei Verizon mit 8,6 Milliarden US-Dollar eingestiegen ist. Ich persönlich halte Verizon auch für stark unterbewertet. Dann hat er bei T-Mobile US, der Tochter von der Deutschen Telekom, seine Anteile verdoppelt auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Also er glaubt da auch, dass die Synergien noch deutlich mehr zum Vorschein kommen werden. Dann hat er ein Unternehmen auch nochmal nachgekauft. Um 10% hat er hier seine Position erhöht. Bristol Myers, hier bin ich ja auch investiert. AbbVie und Merck, also die amerikanische Merck, hat er auch nochmal im Anteil erhöht. Dann hat er ein bisschen was verkauft, sogar ziemlich viel. Insgesamt waren das 6 Positionen. Er hat 6% all seiner Apple-Aktien verkauft. Ja, gut, aber die ist natürlich auch schon ein Riesenklumpen in seinem Depot. Ne? Ganz normal. Dann hat er JP Morgan komplett verkauft, PNC Financial, M&T Bank, Wells Fargo hat er um 59% reduziert und Barrick Gold. Also er hat schon einiges zu- und verkauft. Trader mittlerweile. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit bei Verizon. T-Mobile US kann ich auch verstehen. Und Bristol Myers halte ich auch noch für unterbewertet, sonst hätte ich sie nicht im Depot. Ja, ist interessant. Bin mir aber nicht sicher. Also ich glaube, Bristol Myers muss jetzt hier langsam mal liefern. Aber ich glaube, wenn Warren Buffett hier wirklich stärker einsteigt, dann könnte er vielleicht genau das sehen, was ich sehe und der Markt noch nicht sieht. Ich drücke Warren und mir alle Daumen, die ich habe. Auch spannend, dass er tatsächlich Öl, Pharma und eben Telekommunikation so in Betracht zieht. Ja, ich glaube, 5G, ne? Ja, gerade das 5G. Ich glaube, der will 5G da spielen. Das macht er richtig. Ich glaube, da geht er die guten Wege, auch wenn er leider meine AT&T einfach vernachlässigt hat. Ja, das nehme ich ihn jetzt hier ganz übel. Nein, aber ja, Verizon ist natürlich günstig und die Mobile-Tochter ist natürlich Profiteur super. Ein Profiteur von 5G. Absolut. Sie werden mehr Datenpakete verkaufen, weil natürlich auch je schneller du alles nimmst oder auf streamen kannst, desto mehr Daten brauchst du. Ja, wenn du einmal auch in diesen Genuss gekommen bist, das kennen wir hier in Deutschland ja noch nicht. Ich werde es bald wissen. Ich krieg bald mein neues 5G-Handy. Ja, aber doch kein. Brauchst du auch den Vertrag dazu? Habe ich. Ja, aber dann kriegst du ja auch bloß die 300 Mbits. Naja. Das ist halt alles noch gedeckelt in Deutschland. Das ist eben das Traurige dahinter. Ja, man hat eigentlich die Technologie, aber selbst das ist eigentlich viel zu langsam für das, was eigentlich 5G ausmacht. Ja. Und das macht es wirklich, wirklich bedenklich. Aber gut, ist ein anderes Thema. Das nennt man dann digitale Infrastruktur und das sind wir eh nicht so gut. Zalando ist ja dann doch schon mittlerweile gar kein kleiner mehr. Ne? Knappe, ja, ich weiß nicht, 26 Milliarden, nein, 25 Milliarden Euro bewertet. Oder? Ist ein DAX-Kandidat, absolut. Und irgendwie doch auch so ein Vorzeige, so ein Ureinhorn. Ja, Einhörner nennt man ja die Unternehmen, die mit einer Milliarde als Startup eben auch bewertet ist wurden. Ist nicht so das einzige von Rocket Internet? Nein. Oder? Achso, ja, nein, die haben ja auch Home24 und ach so ein paar. Ja. Also es gab ein paar schon, aber insgesamt, die Einhörner in Deutschland werden ja mehr. Das ist ja erstmal schön, das sind ja mittlerweile 13. Und Zalando als so klassisches Einhorn von früher ist ja, mit einem großen, bekannten Ankerinvestor auch bekannt geworden und auch groß geworden, und zwar Kinnevik AB. Das ist selber eine Aktiengesellschaft aus Schweden und sie haben Zalando-Anteile im großen Maße und verkaufen jetzt mal ein paar, weil Kinnevik einfach das Portfolio rebalancieren möchte, also ausbalancieren möchte. Und aber er will nicht sich von allen Anteilen, wollen sie sich nicht trennen, genau, oder? Sie haben ein erstes Aktienpaket schon 2019 verkauft. Okay. Und jetzt gibt es eben ein weiteres, was sie eben auf den Markt werfen wollen. Warum machen sie das? Sie möchten wieder mehr Geld haben für Startups. Sie wollen das nutzen, um wieder andere Unternehmen quasi die Finanzierung zu ermöglichen, um groß zu werden. Und das ist natürlich nur allzu nachvollziehbar. Kinnevik, wie gesagt, das ist natürlich auch eine interessante Aktie. Die läuft auch sehr, sehr gut. Langfristig kann man sich durchaus mal anschauen. Werde ich wahrscheinlich auch mal machen, ein bisschen tiefer reingeschauen. Die Aktie fiel trotzdem um 6%. Klar, wenn ein Ankeraktionär erstmal wieder das abgibt, nachdem ja auch Ende letzten Jahres die Semmler-Brüder ihre Anteile abgeben oder abgegeben haben, ist das natürlich immer erstmal eine erschreckende Nachricht, aber langfristig kein Problem. Zalandos Geschäftsmodell scheint intakt und passt alles soweit. Machen sie auch ganz clever und sind ja auch Corona-Profiteur. Heute, kurz vor unserem Podcast, kam die Nachricht, dass VW sich
noch mehr Cash besorgen möchte, um viel mehr in ja, die E-Mobilität zu investieren. Und sie prüfen angeblich einen Börsengang von Porsche. Das soll nicht mehr dieses Jahr passieren, aber Herbert Diess soll sehr unzufrieden sein mit dem Aktienkurs der VW-Aktie. Finde ich schon mal ganz gut, wenn ein CEO sagt, ich bin damit jetzt nicht so zufrieden. Herr Baumann klingt da ja immer ein bisschen diplomatischer, wenn man ihn... Ihr habt doch Zeit, guckt doch ja. nicht jeden Tag ins Depot. Genau. Und man ist bereit, als VW ca. 25% an die Börse zu bringen. Man rechnet mit 20 bis 25 Milliarden Euro. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Also, na klar, Aufspalten ist im Moment wieder voll im Trend und ist ziemlich cool. Aber ich glaube doch, dass Porsche auch tendenziell eher konjunkturunabhängiger ist als zum Beispiel klassische Klein- und Mittelklassewagen, oder? Wie siehst du das? Ja, sieht man an Ferrari, ganz klasse. Ja. Also wirklich ein toller Aktienkurs, der das Unternehmen hingelegt hat. Und natürlich auch Aston Martin, durchaus erwähnenswert in diesem Bereich. Und man möchte das Ganze jetzt natürlich nachmachen. Porsche kann viel Geld einbringen und man muss ja auch sagen, in den Medien, das habe ich zum Beispiel im Handelsblatt gelesen neulich, dass Porsche sich natürlich auch rühmt von wirklich starken Ergebnissen mit ordentlichem Wachstum und dass sie hier auch mit einem Taycan ein Modell haben, was die Elektromobilität natürlich ganz gut darstellt. Auch wenn das natürlich nicht für jedermann ist, bezahlbar ist es auch nicht so ganz so einfach, noch nicht, wäre jetzt auch nichts für mich, egal. Trotzdem eigentlich gute Pläne, aber scheint wirklich im Trend zu liegen. Ja. Also Anteile von Unternehmen, Tochterunternehmen einfach wieder an die Börse bringen, Geld machen. Die Porsche will ja bis 2030 70% der Flotte elektrifiziert haben. Und ich muss sagen, ich sage zwar immer, kauf nie was rollt, denn es rollt dir davon, aber eventuell Porsche oder Ferrari könnten mich doch irgendwann nochmal reizen. Eine Symbolaktie. Du brauchst eher den Ferrari. Ich brauche eher den Ferrari. Ja. Gut. Marcel, ich muss noch kurz was ansprechen. Wir haben jetzt die Tasse des Monats. Wir haben uns überlegt, jeden Monat gibt es eine schöne Modern Value Investing Tasse. Diesen Monat ist sie mit einem Zitat raus. Sie gibt es auch immer nur einen Monat. Sie kommt auch nie wieder. Also für alle Jäger und Sammler, die können einfach mal in die Shownotes gucken. Den Link gibt es dazu. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn du uns bei Instagram folgen würdest oder auch in unsere Facebook-Gruppe kommst und uns eine positive iTunes-Bewertung geben würdest. So würdest du uns und dem Podcast natürlich enorm helfen. Du kannst danach natürlich wie immer überall bei Spotify zum Beispiel auch weiterhören. Auch den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche? Marcel, ich möchte jetzt mit dir eine Reise nach Bayern antreten. Oh, gerne. Zu einem deutschen Mittelstands-Champion. Anders kann ich es nicht sagen. Und das ist mein Top der Woche, nämlich der bayerische Bauzulieferer Perry. Sie haben es geschafft, den Betondruck zur Marktreife zu bringen diese Woche. Sie haben zwei Bauprojekte in Deutschland erfolgreich mit einem 3D-Drucker erstellt. Das erste Mauerwerk, also das Mauerwerk mit der ersten Etage, entstand in nur 25 Stunden. Und die Arbeitszeit betrug damit nur ein gutes Fünftel im Vergleich zur klassischen Ziegelbauweise. Mega, oder? Ja, Maurer hassen diesen Trick. Ja, also unglaublich. Man möchte jetzt sich global aufstellen und global expandieren. Das finde ich auch klasse. Und sie haben es bewusst als allererstes in Deutschland probiert. Und weißt du warum? Weil in Deutschland, wer hätte das gedacht, der Zulassungs- und Genehmigungsprozess ist der aufwendigste der Welt, sagt der Manager gegenüber dem Handelsblatt. Und ich finde es wirklich toll, weil sie gehen auch davon aus, wenn wir hier erfolgreich sind, sind die Hürden für den Eintritt in andere Märkte deutlich kleiner als umgekehrt. Das ist natürlich eine super Herangehensweise, dass man hier einfach sagt, okay, ich nehme die höchste Hürde, weil die anderen kriege ich ja locker hin. Richtig, also unglaublich. Man benötigt 2 Tage, um diesen Drucker aufzubauen. Und das Schönste ist, Marcel, man kann das ganze Thema spielen mit einem deutschen DAX-Konzern, mit Heidelberg Zement, weil sie liefern nämlich das Material für diesen Drucker. Und Heidelberg Zement ist ja tendenziell relativ günstig bewertet. Alle, die unseren DAX-Check bisher gesehen haben, wissen auch, dass ich Heidelberg Zement ziemlich cool finde. Also wir haben ja auch wieder einen deutschen Champion auch im DAX mit Heidelberg Zement, der weltweit aktiv ist. Und es gibt ja auch Berichte, die sagen, dass ein riesiges Potenzial im Bereich Sand liegt. Wusstest du das? Ja, Sand ist extrem, für Zement. Ja, ist extrem und, gefragt. Wenn du so ein Zementwerk hast, das ist schon enorm. Und die sind auch gar nicht, das habe ich letzte Woche in der Heute-Show mitbekommen, die sind auch nicht betroffen von diesem ganzen CO2-Zertifikatehandel, weil da gibt es nämlich Ausnahmen, weil diese Branche so viel CO2 produziert. Ja, das ist ein sehr, sehr umweltunfreundliches. Ja, aber wer da keine Bedenken hat
und möchte hier in diesen Bereich investieren. Ich finde es mega. Ich finde es wirklich toll, dass wir sowas wieder in Deutschland haben, dass man jetzt auch global sowas aufstellt. Und ja, man kann mit den Materialien, die natürlich auch immer wiederkehren und immer wieder benutzt werden müssen, also die gebraucht werden, kann man natürlich hier über Heidelberg Zement abdecken. Was sagst du? Ja, wow, klasse, dass es auch in Deutschland entsteht. Solche Erfindungen sind natürlich wichtig. Und wie einfach und schön wäre das, wenn man sich sagen könnte, okay, für vielleicht die Hälfte des Preises stelle ich mir jetzt ein Mehrfamilienhaus hin über einen 3D-Drucker, über Peri und kann tatsächlich dann einfach vermieten und habe natürlich eine viel höhere Mietrendite, schaffe Wohnraum, entlaste also auch bezahlbaren Wohnraum. Genau, auch, entlaste natürlich dann auch sämtliche Preise, Immobilienpreise und auch Mietpreise. Und finde ich schon spannend, dass hier der technische Fortschritt, was alles ermöglicht, ja, so ein 3D-Druck letzten Endes so ein ganzes Haus zusammenpasst. Ja, man kann sich das Video auch anschauen bei der, auf der Webseite. Es ist unglaublich, es ist wirklich Schicht für Schicht. Und das richtig Coole ist, du kannst dann auch sagen, Mensch, wir halten jetzt den 3D-Drucker an und dann legst du schon Leitungen. Stimmt, ja, kann man alles gleich ad hoc machen. Ja. Ja. Das also ist faszinierend. Die starten auch schon teilweise mit dem Innenausbau, während der Drucker läuft. Ja, wow. Ja, mega. Das schon, das gucke ich mir mal an. Ich bin das mal gespannt, ob du das jetzt toppen kannst. Na, ja, wahrscheinlich nicht. Also das ist ja wirklich was Herausragendes. Da freue ich mich auch, dass es sowas gibt. Bechtle. Ja, Bechtle ist mein Top der Woche, denn sie haben die Zusammenarbeit mit AWS, also der Amazon Cloud, die wir vorhin schon angesprochen haben, einmal erweitert. Und diese Partnerschaft besteht schon seit 2018. Und ganz konkret heißt es jetzt, dass Bechtle seinen Kunden bei der Umsetzung individueller Cloud-Strategien unterstützen möchte. Okay. Das heißt, hier möchte man mit dem Know-how, was Bechtle ja als Berater grundsätzlich eh schon gut anbietet, einfach nochmal tiefer hineingehen und eben ganz, ganz speziell den Kunden einen Mehrwert bieten kann. Gerade auch im Hinblick der Cloud, die ja immer weiter gefragt wird. Und man muss ja auch immer wieder bedenken, dass man ja in Deutschland eigentlich immer noch digitales Zeitalter hat, was ein bisschen sehr zurückliegt im Vergleich zur restlichen Welt, also zum Teil. Und Adressaten dieses Services und dieser schnellen Umsetzung sind dann öffentliche Institutionen sowie Mittelständler. Und das sind ja allgemein schon die potenziellen Kunden von Bechtle. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele bereits bestehende Kunden auch diesen Service erweitern und da natürlich auch schnell mal noch Umsätze erhöht werden innerhalb der bestehenden Kundenkreise. Und dann natürlich noch die neu dazukommen, weil sie eben sagen, Cloud-Infrastruktur wäre vielleicht doch mal was für unser Unternehmen, weil man ja doch relativ viele Unternehmen, hört das auch immer wieder mal, im Mittelstand haben, die das in der Digitalisierung noch nicht so vielleicht nicht verstanden, nicht ganz ernst nehmen. Kriegen wir dann endlich ein Faxgerät. Ja, endlich mal ein Faxgerät. Da könnte Bechtle super helfen. Deswegen, auch hier bin ich investiert eher nach wie vor und finde, das ist eine gute Entwicklung und vor allen Dingen auch eine tolle Nachricht, dass man mit Amazon hier weiter noch tiefer zusammenarbeiten kann. Ja, mein Flop der Woche, ein Glück hatten wir unser Vorgespräch. Weil sonst hätte ich Facebook heute meinen Flop der Woche gegeben. Aber ich glaube, ich gebe diesem ganzen Medienstreit, den wir in Australien haben, auch darüber haben wir schon in unserem Aktienpodcast berichtet, einen insgesamten Flop. Weil ich finde, es ist ein Unding, dass man es nicht schafft, dass Facebook und die Medienkonzerne sich da, also es schaffen, sich zu einigen, wie man doch ertragsorientiert, mehrwertbietend insgesamt auch es schafft, auf Facebook Nachrichten zu teilen. Weil das große Problem, was wir jetzt haben, Facebook sagt, machen wir nicht, wir vergüten Journalismus nicht. Aktuell sagen sie das noch, muss man natürlich auch dazu sagen. Und deswegen, Marcel, kannst du jetzt keine Links mehr zu Artikeln von journalistischen Inhalten posten. Und das, finde ich, ist ein enormer Flop, weil die Qualität des Meinungsaustauschs, den man bei Facebook hat und der Meinungsmache, sinkt meines Erachtens nach enorm, weil wir wissen ja, oder wir sind ja auch beide der Meinung, guter Journalismus muss gutes Geld kosten, sagt ja auch immer Gabor Steingart, da gehen wir auch voll mit. Aber ich glaube, die Gefahr ist jetzt einfach hier auch in Australien, dass in so einem riesen sozialen Netzwerk, was Facebook ja auch einfach ist, mit Instagram, mit Facebook, dass sich hier jetzt viel schneller Fake News verbreiten, weil das sind ja keine wahren Nachrichten, die werden ja gar nicht dann gesperrt, und dass es extremst schwer ist, ein Gegengewicht zu bilden. Da finde ich es hervorragend, dass Google es schon geschafft hat. Sie haben mit der Murdoch News Corp, und das ist so der größte Medienanbieter in Australien, haben sie einen Vertrag geschlossen. Die werden jetzt auch beteiligt mit über ihr Werbemodell. Und ich finde persönlich, ja, das sollte Facebook auch machen. Und ich glaube, es würde tendenziell auch Facebook einen Mehrwert bringen. Es hält die Leute länger auf der Plattform, wenn es wieder erlaubt ist, natürlich auch hier zum Beispiel Links zu Artikeln zu posten. Wie siehst du das? Ja, das ist eine gute Frage, was Facebook dahinter für Ziele verfolgt. Natürlich ist es eine Art Verhandlung, auch mit harten Mitteln, dass sie dann sagen, okay,
dann blockieren wir es eben. Dann können eben eure Medienkonzerne oder eure Journalisten hier nichts mehr posten oder keine Links mehr posten. Und dann ist es eben so. Mein Gott, ne? Dann frisst oder stirbt, ja. Und jetzt ist halt die Frage, ob das wirklich ein Mehrwert ist für Facebook oder ob es vielleicht eine Investition wäre, wenn sie ebenfalls ihre Inhalte irgendwo doch mit Geldern irgendwo geben. Ja. Oder zumindest ihre Werbung quasi weitergeben, wie es eben Google auch macht, ob vielleicht dann wirklich die Effekte eintreten, die du gerade angesprochen hast. Andererseits ist es halt eine Plattform, nicht wie Google ungefähr. Google ist ja schon eher Suchmaschine als, da ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt dahinter, dass Facebook sich selber einfach nur als Plattform sieht. Aber du bist ja auf der Plattform auch eingeschränkt jetzt. Ja, das stimmt. Das ist eben genau der Punkt. Ja. Ich glaube, das muss Facebook abwägen, ob das jetzt sinnvoller ist oder nicht. Ist auf jeden Fall eine heikle Geschichte, weil wenn man einmal damit anfängt, kommen andere Länder vielleicht auch noch mit der Geschichte. Kann halt auch blöd sein für das Geschäftsmodell. Weiß ich nicht. Ist interessant zu beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch eine Einigung sehen. Ja. Aber ich kann auch ein bisschen verstehen, warum Facebook sagt, wartet kurz. Nein, weil wir eben eine Plattform sind und wir möchten hier wirklich das bieten und das kostenfrei bieten, was eben allen zugänglich sein sollte. Und ja, ein guter Journalismus sollte natürlich irgendwo auch Erträge bringen, denn wie immer, wo du was Geld verdienen kannst, wird die Qualität natürlich besser und dann hast du eben diese Fake News, wie du schon angesprochen hast, durchaus, sollte man schon aufpassen, dass die nicht überhand gewinnen. Also ich drücke allen Australiern, die bei Facebook angemeldet sind und auch bei den Plattformen Instagram oder zum Beispiel auch WhatsApp, dass man sich hier schnell einigt. Ja, genau. Es macht schon Sinn, immer mal einen wirklich sinnvollen Link zu posten, wo man sagt, okay, hier Leute, das ist eine Nachricht. Ja, weil dieser Streit wird auf dem Rücken der User ausgetragen. Am Ende schon, ja. Das sind die Leidtragenden. Das sind die Leidtragenden und deswegen geht mein Flop einfach an dieses gesamte Thema, weil ich es doch sehr schade finde. Ich denke, in den aktuellen Zeiten ist es auch einfach immer mehr und mehr wichtig, auch qualitativ hochwertigen Journalismus zu bekommen. Ja, das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Man liest halt auch viel Müll, ja, weil man denkt so, Leute, das kann doch keiner geschrieben haben. Aber ja, ist tatsächlich so. Mein Flop ist ThyssenKrupp. Das altehrwürdige Unternehmen aus Deutschland beendet einseitig die Gespräche mit Liberty Steel. Was, kommt es jetzt zur Fusion oder zum Verkauf? Sie wollten ja verkaufen. Aber Liberty Steel, die ja als einziger wirklich richtig geboten haben, da kam man nicht so richtig auf einen Nenner. Zumindest sagte das eben auch der Finanzvorstand von ThyssenKrupp. Mhm. Und der Grund sei tatsächlich, dass die Vorstellungen über den Wert des Unternehmens und die Struktur der Transaktion weit auseinander liegen. Denn halte ich fest, Philipp, Liberty Steel wollte einen negativen Verkaufspreis. Einen negativen Verkaufspreis und jetzt kommt die Begründung, nicht weil das Geschäftsmodell doof ist, sondern weil man eben, wenn man das übernehmen würde, extrem hohe Zertifikate, CO2-Zertifikatpreise hat, die man natürlich dann nachschieben muss. Also das Gegenteil von Elon Musk ist der Fall, wo Tesla seine positiven Zertifikate auf den Markt wirft und damit Gewinne macht, hat ThyssenKrupp und dann auch theoretisch dann Liberty Steel das Problem, dass sie höhere Kosten haben, weil die natürlich jetzt viel mehr Stahl produzieren. Dass ThyssenKrupp den Geld bezahlt? Damit die ihre Sparte übernehmen. Das ist heftig, oder? Habe ich noch nie gehört. Ein negativer Zins ist irgendwie. Das ist ja schon Motivation durch Provokation, oder? Das ist schon heftig, ja. Aber ja, kann ich auch verstehen, dass die Ideen der Veräußerung vielleicht ein bisschen auseinandergegangen sind. Etwas. Und klar, aber die Emissionsrechte müssen natürlich ausgeglichen werden. Ich kann es auch verstehen bei Liberty Steel, dass sie sagen, ja Leute, wenn wir die jetzt kaufen, sollte das Ganze ja auch was bringen. Die Aktie geht ins Minus von ThyssenKrupp. Nein. Fast nicht zu erwarten, ja. Aber es ist schon ein bisschen traurig, was da passiert bei ThyssenKrupp. Und ich glaube, die müssen echt anfangen, wirklich was auf die Beine zu stellen. Sonst wird es hier richtig heftig. Ja. Jetzt müssen wir euch nur noch um einen ganz kleinen Moment Geduld bitten, weil gleich kommt Julius sein Depot. Doch bevor es losgeht, natürlich ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung. Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25%
auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist? Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen. Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie? Natürlich Börse und Geld. Und dein Lieblingstitel? Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani. Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi. Gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Nochmal der Link: blinkist.de, blinkist.de/mvi. Und sagt mal, worum geht es heute? Kommen wir zum Thema der heutigen Woche und Philipp, darauf freue ich mich ganz besonders, weil es doch wirklich faszinierend ist. Ja. Und wir haben wieder mal eine Depotvorstellung, wie schon angekündigt eingangs, und diesmal aber von jemandem noch recht jungem. Und das war wirklich beeindruckend. Der liebe Julius war so lieb und hat dann auch sein Depot vorgestellt. Ja. Das Ganze auch auf modernvalueinvesting.de genau. Einsehbar. Und heute haben wir ihn auch im Interview. Genau, 14 Jahre ist er jung und ist jetzt schon an der Börse, hat auch ein sehr konzentriertes, fokussiertes Depot und wir haben ihn gebeten, dass er uns allen eine Sprachnachricht zur Verfügung stellt und in diese würde ich sagen, Marcel, hören wir jetzt einfach mal rein. Er wird sich kurz vorstellen, er spricht über seine Strategie, seine Gedanken, wieso, weshalb und warum er manche Aktien auswählt und anschließend schauen wir uns nochmal sein aktuelles Depot an, du hast es gerade schon erwähnt. Er hat einen Artikel sogar für alle geschrieben, den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes, aber ich muss es vorwegnehmen, unglaublich. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass ich in diesem Alter schon so weit gewesen wäre. Ja, wirklich faszinierend. Dann müssten wir hier jetzt nicht sitzen. Ja, die Eltern können stolz sein, ja. Auf jeden Fall. Also wirklich Respekt. Toll. Aber jetzt nicht lang schnacken. Julius, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns deine Strategie. Hallo, mein Name ist Julius. Ich bin Schüler, seit 2 Jahren an der Börse interessiert und investiert. Und ich interessiere mich sonst noch sehr für Themen wie Wirtschaft und Politik. Und ich mache sonst sehr gerne Musik und Sport. Genau, also das Ziel meiner persönlichen Geldanlage ist es praktisch, mein Depot immer weiter zu vergrößern und immer weiter dazu zu lernen, gerade in Bereichen wie der Bilanzanalyse. Außerdem möchte ich meine Strategie langfristig weiterhin fahren und sie vielleicht in manchen Bereichen auch noch optimieren. Ja gut, jetzt noch kurz eine kleine Struktur. Zuerst werde ich euch etwas über meine wirkliche Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung erzählen. Anschließend werde ich euch erzählen, was eigentlich so meine Anlageprodukte oder meine Aktien sind, in die ich investiere. Anschließend werde ich noch über meinen Umgang mit Verlusten und zuletzt über meinen persönlichen Zeithorizont bei der Anlage reden. Also es ist so, dass meine Investmentideen meistens von einer Branche kommt. Nämlich ist es so, dass mein erster Blick immer einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt gilt. Denn positioniere ich mich generell nur in wachsenden Märkten, die für mich ein Zukunftspotenzial haben. Schließlich geht es ja in schrumpfenden Märkten praktisch nur darum, Marktanteile von anderen Unternehmen zu nehmen. Und das ist langfristig meiner Meinung nach gerade für den Anleger sehr selten zielführend. Ja, und wenn ich jetzt ein oder gleich mehrere spannende Unternehmen gefunden habe, führe ich meist eine Detailanalyse des Geschäftsmodells durch und probiere es somit grob einschätzen zu können, wie sich die Marktstellung des Unternehmens in Zukunft entwickeln wird und wie es eigentlich mit der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells aussieht. Also probiere ich es meist wirklich einschätzen zu können, auch wenn nur grob, wie viel Gewinne das Unternehmen langfristig, wie profitabel das Unternehmen langfristig sein kann. Dieser Schritt dauert oft relativ lange, da ich das Produkt eines Unternehmens wirklich gut verstanden haben will und es auch oft selbst testen will, bevor ich weitergehe bei der Analyse. Und zwar probiere ich es nun, das Geschäftsmodell des Unternehmens zu bewerten und zu schauen, welchen Preis ich einfach dafür zahle. Also das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wachstum, die zukünftigen Aussichten, die Qualität etc. ins Verhältnis zum Preis zu setzen. Hier eine kurze Erklärung dazu. Für mich ist nämlich ein KGV von 5 nicht zwingend günstig und eins von 100 nicht zwingend teuer, kann sogar total günstig sein. Wichtig ist es halt wirklich immer nur zu schauen, was ich für meinen Preis bekomme.
Ein Beispiel: Microsoft rechtfertigt den doch hohen Preis, gemessen an Kennzahlen wie dem KGV, mit einer enormen bilanziellen Qualität und Qualität der Produkte und des Unternehmens. Bei anderen Unternehmen steht im Vergleich zum Preis jedoch gar nichts, wie für mich bei Intel, wo ich für das KGV von 13 ein Unternehmen bekomme, was technologisch zurückliegt und schrumpfend ist. Da ist auch das ein deutlich zu hoher Preis. Allerdings sind die Unternehmen, die ich am liebsten investiere, Unternehmen, in denen der Preis im Verhältnis zum Wachstum gut stimmt. Das sind, wie gesagt, die Unternehmen, in die ich gerne investiere. Genau. Genau dasselbe mache ich praktisch mit der Bilanzanalyse. Ich setze auch hier den Preis ins Verhältnis zu der bilanziellen Stabilität. Und zwar schaue ich dann, ist das Geschäftsmodell enorm kapitalintensiv und eine hohe Fremdkapitalquote somit wirklich angemessen? Und probiere dann letztendlich darauf hinauszukommen, wie effektiv das Unternehmen sein Kapital einsetzt. Und hier ist dann ja auch ein Vergleich mit anderen Unternehmen derselben Branche sinnvoll. Wenn ich ein Unternehmen jetzt genau analysiert habe und letztendlich zu dem Fazit gekommen ist, dass das Unternehmen für mich kaufenswert ist, zu der Bewertung, setze ich mir immer noch ein genaues Investment Case, damit ich die Gründe von Rücksetzern wie zum Beispiel zuletzt bei Alibaba gut analysieren kann oder auch natürlich die Gründe für große Kursanstiege, halt zu sehen, ob die Kursbewegung gerechtfertigt ist. Denn ist meine Meinung, dass das größte Risiko bei jeder Aktie immer die Bewertung ist. Denn und hier komme ich jetzt auch zu meiner Leitfrage, und zwar die ist wirklich, was ist schon eingepreist? Wenn jeder ein Risiko schon kennt und der Markt es meiner Meinung nach auch richtig einordnet, dann gibt es kein Risiko mehr. Und deshalb mache ich mir um Aktien wie Apple zum Beispiel viel, viel mehr Sorgen als um Aktien wie Alibaba, weil Aktien wie Apple vielerorts schon als Wertspeicher gelten. Und bei Alibaba kennt jeder das Risiko und es wird meiner Meinung nach schon fast ein bisschen zu wichtig genommen und als zu bedeutend eingeordnet. So, nun möchte ich euch erzählen, in was für Aktien ich besonders gerne investiere. Und zwar habe ich ja schon verraten, dass ich besonders gerne in Unternehmen investiere, bei denen ich einen tollen Preis im Vergleich zu Wachstum zahle. Und hierbei sind Unternehmen, die niedrige Margen haben, die wiederum durch niedrige Preise entstehen, oft meine Favoriten. Also Unternehmen, die jetzt nicht mehr in diesem absoluten Stadium des puren Umsatzwachstums sind, sondern langsam in das Stadium der steigenden Profitabilität kommen. Hierzu eine kurze Erklärung auch. Und zwar gibt es ja für ein Unternehmen immer mehrere Möglichkeiten zu wachsen. Entweder, dass einfach mehr Leute ein Produkt nachfragen, dass ein Unternehmen effizienter arbeitet oder dass das Unternehmen einfach die Preise erhöht. Und es ist wirklich so, dass es meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig ist, einzukalkulieren, wie sehr ein Produkt in Zukunft gefragt sein könnte. Und auch eine Steigerung der Arbeitseffizienz ist ja irgendwann auch nicht mehr so leicht möglich. Ein Beispiel hier: Apple hat ja in der vergangenen Bestellung schon das Aufladekabel weggelassen. Irgendwann haben sie vielleicht selbst die Box weggelassen, aber dann könnte es auch schwierig werden, immer weiter die Effizienz zu erhöhen und somit die Margen weiter steigen zu lassen. Und genau deshalb investiere ich halt in Unternehmen, die im niedrigpreisigen Segment tätig sind, wie zum Beispiel Xiaomi. Weil wenn Xiaomi einmal ein eigenes Ökosystem erschaffen hat, was über das Smartphone-Ökosystem hinausgeht, mit dem ganzen Internet of Things-Markt, dann ist eine Preiserhöhung meiner Meinung nach vollkommen angemessen und möglich und damit eine Vervielfachung der Marge vollkommen drin. Und deshalb finde ich so welche Unternehmen so spannend, die wirklich einfach im niedrigpreisigen Segment tätig sind und somit noch eine Möglichkeit haben, ihre Margen einfach durch eine Preiserhöhung ansteigen zu lassen. So, nun möchte ich euch noch über meinen Umgang mit Verlusten erzählen. Und zwar ist es bei mir so, dass wenn eine Position mit mindestens minus 20% im Plus liegt, also darunter natürlich auch, aber bei minus 20% muss ich handeln. Und da probiere ich es dann wirklich möglichst objektiv zu bewerten, ob sich etwas an meinem Investment Case geändert hat und wenn ja, wie schwerwiegend es liegt, weil ich somit überhaupt keine Nachkaufchancen verpasse und auch keine Position mit minus 20% einfach vor sich hinlaufen lasse. Also, wenn eine Position bei minus 20% oder weniger, darunter natürlich auch schon, in meinem Depot liegt, dann muss ich entweder verkaufen oder nachkaufen. Ich lasse sie nicht einfach so liegen. Jetzt noch mein Zeithorizont. Und zwar investiere ich wirklich in den allermeisten Fällen auf sehr langfristige Sicht. Das soll nicht heißen, dass ich eine Aktie, wenn sich fundamental etwas ändert oder sie so gut oder schlecht gelaufen ist, dass ich die Bewertung nicht mehr rechtfertigen kann, natürlich zwischenzeitlich verkaufe.
weil ich halt das Geld an anderen Stellen sinnvoller investiert wäre. Sehr. Aber wirklich, ich handle in den allermeisten Fällen, zumindest anfangs aus langfristiger Sicht, und halte meine Aktien dann auch meistens doch relativ lange. So, und jetzt noch kurz zu meinem aktuellen Depot. Ich freue mich schon total auf die Depotanalyse, aber noch eine kleine Bemerkung, und zwar wird jedem Zuschauer auffallen, dass ich sehr, sehr konzentrierte Positionen habe. Das heißt, teilweise stecken 10 bis 12, 13%, glaube ich, sogar einzelner Positionen machen mein ganzes Depot aus. Und hier eine kurze Info. Und zwar habe ich aktuell eine relativ hohe Cashquote von 40% oder 30 bis 40%. Das heißt, dadurch relativiert sich dann die doch hohe Konzentration einiger Positionen ein wenig. Diese Cashquote habe ich nicht vor, auf alle Ewigkeit zu halten, und ich bin auch kein Mensch, der Ewigkeiten Cashquoten im Depot hat. Jedoch sehe ich aktuell erst einmal weniger Investmentgelegenheiten, und außerdem habe ich Teile dieses Geldes auch erst in der Vergangenheit sozusagen dazu erlangt. Genau. So, das wäre es dann auch schon von meiner Seite gewesen. Ich freue mich auf eure Meinung. Schreibt mir sonst gerne auch in der Facebook-Gruppe eure Meinung dazu. Teilt sie mir gerne mit, und ja, dann bin ich gespannt. Macht es gut, und ja, tschüss von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, Julius, für diesen tollen Einblick. Marcel, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ja, ist Wahnsinn, oder? Mit 14 Jahren so ein, ja, auch so ein Struktur, eine Struktur schon zu haben, auch nach einem Jahr, oder 2019 hat er sich erst angefangen, damit zu beschäftigen. Und Wahnsinn. das ist ja schon eine Entwicklung, die da, das ist ein echter Corona-Profiteur, Ja, Philipp. also wirklich auch in, ich glaube, die meisten ich glaube, die meisten Menschen gehen nicht so bei der Aktienanalyse vor, wie er das macht. Ja, selbst ältere Menschen nicht. Ja, Also also Wahnsinn. unglaublich. Respekt an dieser Stelle. Wir schauen uns jetzt erstmal sein aktuelles Depot an, und der Julius hat aktuell 11 Positionen im Depot. Ich finde, es ist schon ein sehr breit diversifiziertes Depot. Das gefällt mir schon richtig gut, regional. Er hat auch verschiedene Branchen hier auch mit drin. Seine erste Position hat die Woche natürlich nach der Dividendenankündigung und dem schwachen Ausblick sehr gelitten. Ich bin gespannt. Lieber Julius, schreib uns gerne nochmal, wie siehst du denn eigentlich deine Position bei Warta? Wirst du verkaufen oder halbieren oder halten oder gegebenenfalls auch nachkaufen? Weil Warta ist mit 13,56% in seinem Depot. Also wir haben hier ja schon mal den ganzen Bereich. Ja, der Batterietechnik, der Batteriespeicher, Mikrobatterien, das ist schon ein Trend, und ich glaube auch, dass Warta hier dennoch davon profitiert, oder? Ja, genau. Der Markt insgesamt, der wird immer größer. Und wichtig ist es natürlich dann auch, dass Warta also erkennt, dass man hier relativ viel oder ein großes Stück von dem immer größer werdenden Kuchen auch mitnimmt, Richtig. um hier nicht so viel der Konkurrenz zu überlassen. Daher würde mich tatsächlich die Einschätzung von Julius sehr interessieren, wie er die Zahlen oder auch die Aussichten von Warta interpretiert. Ja, schauen wir mal. Weiter geht es dann. Mit Chinko Solar habe ich selber im Depot, ist natürlich auch eine große Position mit 11,9% im Depot, aber eben auch hier wieder nachhaltig. Es macht total Sinn, gut bewertet, und natürlich Solar macht man erstmal grundsätzlich nichts falsch. Und das Schöne an Chinko Solar ist ja, sie machen ja nicht nur die Module, sie betreiben ja sogar auch über ihre Tochter auch eigene Solarparks. Anschließend reisen wir weiter nach Australien. Dort gibt es Appen. Sie machen alles für die künstliche Intelligenz. Die Rohdaten, die sie trainieren, künstliche Intelligenz. Genau. Und das macht aktuell 11,31% von Julius am Depot aus. Anschließend gehen wir wieder zurück in dein Depot. Ja, und da geht es zu Alibaba. Und da hat auch Julius was Tolles geschrieben auf dieser Webseite, weil er hat begründet, warum er nochmal gekauft hat, Alibaba. Gerade jetzt in dem Tief aufgrund der ganzen Situation in China. Und das hat er, wie ich finde, sehr, sehr gut auch eingeschätzt und auch gut analysiert. Sehr sachlich und nüchtern. Das ist wirklich, wirklich herausragend. Das muss man nochmal so erwähnen. Alibaba langfristig. Klar, ein Riesengewinner des Wohlstandes, der aufkommt in China. Und deswegen, klar, Top-Position mit 9,83% Anteil. Genau, mit 9,29%, also etwas kleiner, ist Impala Platinum auch mit dabei. Also er hat sogar Rohstoffe mit in seinem Depot. Ich glaube, das haben die wenigsten. Ja, ist Ich aber, glaube ich, persönlich. mehrere, ne? Ich glaube, ja, wie ich gelesen habe, sind da gleich mehrere drin. Ja. Also es ist nicht nur ein Rohstoff, sondern es sind gleich mehrere, Genau. was das Ganze natürlich dann auch wieder Aber diversifiziert. ich habe Rohstoffe gar nicht so in meinem Depot. Ich habe das ganze Thema, es gibt ja auch Barrick Gold, aber hier hat Warren Buffett ja jetzt erst verkauft. Ja. Also halte ich mich da auch noch ein bisschen raus. Aber es gibt auch dazu eine tolle Analyse von Peter bei uns auf der Webseite oder auch in den Shownotes. Als nächstes fahren wir in Urlaub mit 8,86% von Julius seinem Depot mit Thor Industries. Macht meines Erachtens nach total Sinn.
sind auch so Güter. Ich glaube, immer mehr und mehr Menschen wollen sich auch so ein bisschen so die Freiheit wieder zurückkaufen und Ja, auch das ja, individuelle Reisen, ja, geht ja richtig. dadurch natürlich nochmal hoch. Und es ist natürlich auch ein Riesenprofiteur von der Corona-Krise, weil man Ja. eben nicht mehr fliegen konnte, hat man halt dann ja, einen guten alten Wohnwagen zurückgeholt. Zum Beispiel, es Ja. sind ja noch mehrere Produkte in der Torindustrie vorhanden und es ist, glaube ich, auch gar nicht so hoch bewertet. Nö, das nicht. Aber er hat natürlich auch eine gewisse Zyklik. Ja, Das muss man das stimmt dazu sagen. natürlich. Als nächstes Helmer Eigenbau. Ich bin ja jetzt auch gerade unter die Häuslebauer gegangen. Ist schon relativ anstrengend, um das mal hier an der Position so zu sagen. Mit 8,69%, aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, die Urbanisierung und das Gegenteil, die Leute ziehen teilweise auch wieder zurück aufs Genau, Land. also das ist vielleicht auch ja, eine Spekulation, die vielleicht da ganz gut passt, weil man natürlich jetzt durch diesen Homeoffice-Trend ja auch wieder, sobald die Infrastruktur digitalerseits auch mal noch funktioniert auf dem Lande, dass man dort einfach sein Haus dorthin baut und eben da von dort aus ja dann auch arbeiten kann. Das heißt, warum noch in der Stadt wohnen, wenn es vielleicht, wenn man das möchte und auch überzeugt ist, natürlich auch im Land leben kann. Und da bieten sich natürlich Häuser auch ganz gut an, vor allem weil die Grundstücke natürlich nicht so hoch bewertet sind, wie das eben in den Städten, ne, sind. Und deswegen hier ein doch interessanter Weg, den man hier gehen kann mit Helmer Eigenheimbau. Xiaomi hat er schon angesprochen heute, ist natürlich, Ich kann sein Investment nachvollziehen. ja, das Investment Case und das Ja. Investment selber, hier ist eben noch viel möglich. Hier kann man noch viele Marktanteile von den Konkurrenten wegnehmen Ja, und das richtig. gelingt ja Xiaomi auch. Natürlich hat man jetzt noch das Risiko, okay, was passiert, ne, auch jetzt gerade in der China-US-Politik, aber nach wie vor werden sie natürlich, weil sie hier auch viel mehr im asiatischen Bereich tätig sind, ja, werden sie auch nach und nach weiterhin wachsen. Die Frage ist nur, ob der wichtige Markt Europa mit Android eben irgendwann mal wegbrechen könnte. Weiß man natürlich nicht oder eben nicht. Ansonsten haben sie ja vor, jetzt in Deutschland sogar ein großes Büro zu eröffnen. Das stimmt, ja. Habe ich gelesen. Als nächstes haben wir X-Life Sciences Das mit 7,14 ist das Prozent. Unternehmen so ähnlich wie Royalty Pharma. Sie beteiligen sich an verschiedensten Unternehmen, vor allen Dingen Auch im cool, habe ich noch gar pharmazeutischen nicht Bereich. Ja, vorher ich auch gehört. nicht tatsächlich. Ich habe mich erst damit beschäftigt, weil Julius das im Depot hatte. Ja. Und fand es sehr interessant, dass sie eben Medizintechnik, Pharma und eben noch auch technologische, gerade in dem, ja, ich sag mal, auch in dem ganzen Gesundheitssektor, Ja. da doch tolle Anteile erhalten von Unternehmen. Ich habe mir also auch nochmal angeschaut, welche genau. Kann man auch auf der Webseite einfach mal machen. Sehr, Ja. sehr interessant, weil man halt da indirekt auch in diese Firmen mit hineingeht, die eben jetzt noch nicht börsengelistet sind und vor allen Dingen noch sehr, sehr, ja, am Anfang stehen und eben auch ausgegründet wurden aus den jeweiligen Universitäten in Deutschland zum Ah. Beispiel. Oder ne, Ah. ist ja sogar in der Schweiz ansässiges Unternehmen, aber in Deutschland gelistet. Aber hier hat man eben doch die ganzen Universitäten und immer wenn sie irgendwas Neues finden, das outsourcen quasi an ein eigenes Unternehmen, diesen Exit dann bis zum Da ist IPO, X-Life mit ist dabei. X-Life mit dabei und vergolden dann, wenn es dann eben an der Börse ist zum Beispiel Das ist und gehen dann natürlich raus. cool. Ja, Weiter sehr. geht es nochmal. Wo Gold ist, ist auch meistens Silber. Mit einem Knockout-Zertifikat auf Silber, das muss man sich auch erstmal trauen. Ja. 6,94%. Mir persönlich ist das zu heiß, mit Knockout und Hebel und allem drum und dran zu arbeiten. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man noch. Ja, es ist ein Riesenvorteil, so jung zu sein, weil die Börse verzeiht dir ja langfristig schon vieles. Und wenn du jung bist, kannst du auch solche Sachen einfach mal machen. Genau, einfach mal ausprobieren und da vor allen Dingen auch, vielleicht ist es sogar eine sehr, sehr erfolgreiche Position. Ja. Klar, warum nicht? Amadeus Fire AG ist natürlich auch noch eine gute, interessante Personaldienstleister. Geschichte. Genau, 5,29% im Depot, also die wohl kleinste Position aktuell. Und Ja. das macht das Ganze dann doch rund. Und ich finde, und das muss ich mal insgesamt jetzt auf das Depot beziehen, es ist sehr, sehr zukunftsausgerichtet. Also es ist ja Wie wirklich er schon nichts sagte, Altes ja. dabei. Also es ist wirklich, wie er es sagt, sehr konsequent auch umgesetzt, auch nachhaltig und technologisch. Was würdest du sagen von diesen 11 Positionen? Würdest du alle halten oder für dich persönlich wäre da irgendwas zu heiß? Ja, für mich persönlich Impala Platinum, klar, sonst wäre ich ja selber in den Bereich investiert, aber das hat absolut seine Aber macht Berechtigung. natürlich auch Sinn, ne? Wenn man sagt, wir brauchen mehr Rohstoffe für Batterien Ja, etc. also pp. der Also, Play und der Investment Case, das ah. passt schon, ne? Warta würde ich jetzt zumindest neu einordnen, also musste Ja. ich auch. Daher, also ich habe es ja direkt von meiner Watchlist gestrichen, weil ich finde es einfach 8% Wachstum, Umsatzwachstum fürs nächste Jahr finde ich zu Ah, wenig. mein Großvater hat mir noch vor 2 Wochen stolz erzählt, wie er eingestiegen ist. Oh, na gut, aber vor 2 Wochen war es ja auch noch deutlich tiefer. Ja, Ja.
Ach so. Aber hätte vielleicht sogar gepasst, wenn er es jetzt verkauft hätte. Hat er wahrscheinlich nicht. Naja, du weißt, er ordert ja noch am Telefon. Ja, ja. Da sind die Gebühren noch ein bisschen höher. Das dauert. Und ist natürlich auch nochmal ein Hemmnis, ja. Ja. Aber sonst. Ansonsten, hast du was du jetzt sagen würdest? Boah, nee, würde also ich jetzt total gar nicht gehen. Für mich wäre Knockout-Zertifikat Silber, wäre nichts. Ich finde den Bereich Rohstoffe doch hoch interessant. Würde da auch, glaube ich, sehr gern selber irgendwann nochmal eine Position aufbauen als Beimischung für mein Depot. Und von den Aktien? Warta wäre bei mir raus. Appen finde ich selber ziemlich interessant. Ich glaube Tor Industry, weil ich möchte nichts, was Räder hat, das rollt ihr sonst davon. Stimmt, auch wenn es okay, ein Wohnwagen ist. Ja, ja. Helmer Eigenheimbau müsste ich mir mal genauer anschauen. Wenn sie nur ihre Umsätze in Deutschland erzielen, wäre es wahrscheinlich für mich auch raus. Ich habe ja schon gehört, in einigen Teilen von Hamburg darf man keine Häuser mehr bauen. Ja, stimmt. Das wow. ist, und wer weiß, was da noch alles so in Deutschland auf uns zukommt. Ich finde X-Life super cool, werde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Das Knockout-Zertifikat hatte ich gerade schon gesagt. Amadeus Fire AG war die erste Aktie, die ich mal wirklich tiefer analysiert habe. Aber ich habe damals noch so lange gebraucht für die Analyse, dass sie mir dann davon gelaufen ist. Und da bin ich wirklich nie wieder eingestiegen. Oh, das Schöne ist, aber ich kann verstehen, wieso, weshalb und warum er diese Aktien hält. Ja. Ich glaube, das kann jeder wirklich nachvollziehen. Und wer es auch nachvollziehen möchte und das mal lesen möchte, wie gesagt, auf der Webseite auf modernwealthinvesting.de/julius-depot ist natürlich das alles nochmal einzulesen. Was richtig, oder die Investment den Link Cases in den Shownotes, sind. Und das Schöne, er macht es genauso wie wir. Er aktualisiert also auch Veränderungen, also sprich hat er nachgekauft, verkauft. Ja. Das also nochmal so als Anregung, da mal auf die Seite zu schauen. Der Julius erinnert mich ein bisschen an Peter. Weißt du warum? Weil Peter lässt sich auch nicht von Aktionismus treiben. Wenn man Marcel und mich fragt, hey, wie viel Cash habt ihr denn aktuell zum Investieren übrig? Na Marcel? Ja. Null. Ja. Weil wir immer direkt rein, kaufen, immer durch. Was hat das mit Disziplin zu tun vielleicht? Ja, müssen wir noch lernen. Vielleicht, ja. Aber der Julius hat einen riesen Vorteil, er hat 40% Cashquote und deswegen hat er uns ja jetzt auch in diesem Artikel seine aktuelle Strong-Buy-Liste mitgebracht und jetzt kann er rein theoretisch hier nochmal 3-4 Werte von kaufen, ohne dass er seine anderen liquidieren muss. Ja. Das ist ja bei uns beiden immer so ein bisschen haarig. Ich würde sagen, wir fangen von oben an. Er hat sogar dazu geschrieben, wann er kaufen würde. Mhm. Und ich kenne das erste Unternehmen gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Soll ich es machen? Ja, bitte. Das ist Jinshi Solar. Ah. Das wäre im Prinzip ein Gegenstück von Jinko Solar, die natürlich auch von dem ganzen Solartrend und Energiewende machen profitieren. Machen die das Glas für die Solarmodule? Und genau, richtig. Die machen das Glas und sie haben da also quasi wieder einen Anteil an den ganzen Sachen, die gebaut werden. Hersteller. Ja, auch das, ja, richtig. Also, und er möchte natürlich kaufen bei einem Rücksetzer, gegebenenfalls bei allen Positionen. Bei einem starken Rücksetzer kann ich total nachvollziehen. Natürlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist er ja bewaffnet und kann direkt zuschlagen. Auf jeden Fall. Also kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, man möchte so einen Schaufelhersteller, der das Glas macht für die Paneele, kaufen. Ja. Weiter geht es dann mit der Media and Games Invest. Die würde ich persönlich nicht so kaufen, weil ich mich aber auch im Gaming-Bereich, in dem kenne ich mich nicht so wirklich aus. Sie sind ja aus Deutschland und sie entwickeln ja selber eigene Spiele, auch für Handy zum Beispiel, aber das ist für mich, aber da bin ich nicht genug drin. Ja, wenn man die Spiele kennt und die vielleicht auch schätzt, dann ist das durchaus nachvollziehbar, klar. Vom nächsten Unternehmen habe ich auch noch nie was gehört, du? Nein, habe ich auch noch nicht gehört. Click Digital, Stay-at-Home-Trend, der da gespielt wird mit Musik plus Musik und Filmen quasi, Streaming-Bereich, wäre also auch nochmal ein Blick wert und sicherlich, da wird er sich auch was Gutes bei denken. Ja, auf jeden Fall. Und das wird, muss ich mir auch mal anschauen. Energiekontor. Energiewende natürlich, sie handeln, glaube ich, auch mit Strom und haben auch eigene Windparks. Hier würde ich, glaube ich, doch eher auf Encarvis setzen. Habe ich auch selber im Depot. Ja, aber Encarvis ist ja mittlerweile auch schon ziemlich gut oder bewertet. Oder 7C-Solarparken. Ich glaube, da sollte man sich vielleicht nochmal die ganze Branche ein bisschen angucken. Aber auch hier würde er bei einem Rücksetzer zuschlagen. Dann geht es weiter mit Via Optronics. Die kennst du aber. Digitalisierung, zum Beispiel Displays, das ist dann eben, ja, es ist natürlich auch ein Trend, das hat man ja auch zuletzt schon, auch wenn das damals, also beim Aktiencheck war das ja auch ein Penny-Stock, aber in dem Falle ist das nochmal ein Konkurrent von dem Ganzen und sicherlich wird dieser Trend dann noch weiter gespielt, also Via Optronics sicherlich auch noch einer, der langfristig durchaus Gas geben kann. Baosun, Online-Marketing, das ist doch schon wieder Tech-Sektor, das ist eher deins, oder? Ja, der Baosun hatte sich ja über lange Zeit über einen Abwärtstrend, ich sag mal, vollstreckt. Das hat natürlich eine Weile gedauert. Und jetzt kam ja dieser Ausbruch und
Ja, dort hätte man schon die erste Gelegenheit gehabt, einzusteigen. Aber gut, nicht so schlimm, kommt auch wieder. Und aktuell ist ja gut losgelaufen. Baozun ist ja das Shopify von China im Prinzip, nur noch lange nicht so weit bewertet oder so hoch bewertet. Und die Zahlen von Shopify waren die Woche auch wieder hervorragend. Gut, ja. Das ist richtig, genau. Elastic ist das nächste Softwareunternehmen, auch das ein super Unternehmen. Sagt mir gar nichts. Habe ich tatsächlich auch auf der Strong-Buy-Liste, ist im Bereich Software durchaus eben, ich sag mal, überall, wenn du die Suchleisten bedienst auf den Webseiten, dann ist das meistens dieses Tool gebaut von Elastic, ganz häufig mittlerweile, weil die ziemlich stark ist, auch eine gewisse Intelligenz schon mitbringt und die meisten Suchzeilen der Firmen, wenn du irgendwo bist und gerade Service brauchst auch, hast du darüber eben über Elastic tatsächlich zu nutzen. Das ist schon ein ziemlich starker Trend, der ja auch grundsätzlich auch über Apps übrigens, also nicht nur auf Webseiten selber, sondern auch in der App. Und das macht das Ganze sehr, sehr skalierbar auch. Ah, als nächstes ein Unternehmen aus unserer Heimatstadt, Verbio, Vereinigte Bioenergy. Ja, also sie sind der Biokraftstoffhersteller der Welt. Ein wirklicher Hidden Champion hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast. Und keiner weiß es so wirklich. Ich kann verstehen, warum man sie bei Rücksetzer kaufen würde, weil eine Energiewende wird nicht funktionieren ohne Biokraftstoffe, weil diese ja 90% CO2 einsparen. Ich wundere mich eh, warum das nicht viel mehr gefördert wird bei uns in Deutschland. Ich tatsächlich würde hier auch irgendwann nochmal einsteigen. Ja, hättest du mal eher machen können. Als ich dir das damals gesagt habe. Ja, da war sie bei 8 Euro oder unten drunter sogar und jetzt mittlerweile bei 37 am Hochpunkt. Naja. Wie Kencom. Ja. Ich habe Kencom entdeckt, da hatten sie einen KGV von 15. Und dann? Ja, jetzt sind sie weg. Naja, war noch lange jetzt wieder günstig zu haben. Hättest du ja auch nochmal nachgedacht. Habe ich gar nicht mehr drauf geguckt. Habe keine Zeit mehr, muss hier nur noch MVI machen. Hättest mich mal gefragt. Ja. Hättest du mal was gesagt. Ja, okay, beim nächsten Mal. Manz steht ebenfalls noch auf der Kaufliste und auch sie profitieren natürlich von der Energiewende und könnten natürlich Teil der Batterien und Solarmodule werden oder sein. Und sind sie bestimmt auch schon. Sind auch so für LKWs, so Antriebsstränge und so? Es kommen ja auch dem Bereich auch, ja. Das ist richtig, aber auch hier muss man sagen, hat man natürlich die Zukunft erkannt und muss natürlich auch die Geschäftsmodelle immer ein bisschen wandeln, denn wer nicht wandelbar ist in dieser Zeit, wird es schwer haben, langfristig und nachhaltig Erträge zu erzielen. Und ich weiß nicht, hast du einen Favoriten von der Watchlist? Von dieser gesamten Watchlist? Also jetzt abseits der Bewertung würde ich persönlich denken, dass ziemlich gut in sein Depot Verbio passen würde, aber auch Baozun und vielleicht sogar Energiekontor. Also nochmal noch ein bisschen grüner machen, noch ein bisschen Tech mit dazu, mit Baozun. Wie siehst du es? Na, ich hätte gesagt, es ist schon recht viel Grün mit drin, was ja grundsätzlich nie ein Fehler ist, muss man ja auch einfach dazu sagen. Zur eben weiteren Diversifikation hätte ich jetzt tatsächlich Baozun weiterhin als Favoriten gehabt. Auch Elastic, sauteuer bewertet, keine Frage. Aber hier ist noch ganz viel Fantasie. Ich glaube, wir haben noch nicht annähernd so viel, also das Maximum an Apps können wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, wie viele Anwendungen es noch auf so vielen Plattformen kommen werden, die eben auch eine Suchfunktion benötigen. Und da ist Elastic sehr weit vorn. Und sie werden natürlich auch weiter und weiter ihr Geschäftsmodell natürlich ausbreiten und mehr Dienstleistungen anbieten oder mehr Software anbieten, mehr Möglichkeiten. Und deswegen sind das meine zwei Favoriten. Wenn es was Grünes sein sollte, bin ich wahrscheinlich auch bei Verbio, weil er mit Cinco Solar ja schon gut aufgestellt spielt und global, gut aufgestellt ist. Und deswegen bin ich da auch bei Verbio mit dabei. Ja. Wer mehr erfahren möchte über sein Depot, kann wie gesagt auf den Link in der Infobox klicken oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, weil wir werden dafür auch ein Thema erstellen, dass man hier sich mit Julius einfach mal mit ihm schreiben kann, was würdest du machen, was würdest du nicht machen. Also ich glaube, er würde sich da wirklich, hat er ja auch selber gesagt, über Feedback freuen. Wenn auch du einmal dein Depot von uns besprochen haben möchtest, schreib uns gern bei Instagram oder schreib uns hier in die Kommentare, schreib uns gerne bei info@modernvalueinvesting.de eine E-Mail und dann stellen wir vielleicht auch schon nächsten Monat dein Depot vor. Ja. Marcel, ich würde sagen... Ja, ich habe noch was. Und zwar möchte ich einmal ein Riesenkompliment an die Eltern aussprechen. Ja. Wirklich, also auch, dass wir das natürlich erlaubt haben, heute hier das auch zu senden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und eben, dass es so eine Unterstützung gibt, offensichtlich von dem, was er macht, was er lebt. Das finde ich total faszinierend. Und was mir noch besser gefällt, was eben auch hier wirklich verdeutlicht wird, dass Kompetenz nichts mit dem
Alter zu tun hat. Aber ja, so gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Und das ganz häufig, ja, kriegt man das ja auch so mit. Ja, die jungen Leute, keine Ahnung, von was von sie reden. Ich kriege das im Berufsleben auch für mich. Ich sehe ein bisschen, ja, hier, wer mich sieht gerade bei YouTube, ich sehe ein bisschen jünger aus. Da denken die meisten ja mal, 30? Ja, ja, genau. Was will er denn mir erzählen? Ja, was will er mir denn erzählen? Ja, ich bin 50, habe viel mehr Lebenserfahrung. Und das hört man ja doch häufig, ja. Also fand ich, also habe ich auch schon erlebt. Auch so? Nein, glaube ich nicht. Also einfach schon deswegen, weil wir so gute Beispiele sehen. Ja. Und ich glaube einfach, dass es mit der Kompetenz nichts zu tun hat mit dem Alter, was man an Lebenserfahrung mitbringt, sondern was man wirklich an Bildung aufgesogen hat. Und das hat Julius toll gemacht. Ja, und dass man bereit ist, auch in sich selber zu investieren. Das ist immer auch ganz wichtig. Ich habe gestern noch zu meiner Verlobten gesagt, ich sage, boah Schatz, also wenn wir mal ein Kind haben und dieses Kind würde so auf mich zukommen und sagen, Papa. Und wenn es mit 18 wäre. Und selbst wenn es mit 18 ist. Ich möchte investieren, aber wir haben schon gesagt gestern, ne, unser Kind wird ja dein Kind heiraten, zwangsverheiratet, und dann werden die beiden Modern Value Investing übernehmen müssen. Oh, Backe. Wieso? Die zwei Opas. Ja, die zwei Opas. Wir sind mit 25,1% dann noch an MVI beteiligt, dass wir uns auch nichts anderes machen, was ihr nicht wollt. Ja. Und ja, also vielen lieben Dank, Julius. Ja. Hervorragend. Chapeau. Hut ab. Eins setzen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Okay. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei und nicht vergessen, morgen der neue Aktiencheck auf unserem YouTube-Kanal am Sonntag 18 Uhr. Und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.